Nachgefragt, das aktuelle Interview mit freundlicher Unterstützung der AWG Güstrow. Ein Zuhause für alle Generationen. Ja, Herr Neuss, Güstrow TV ist heute ins Forstamt Güstrow gekommen, um sich zu erkundigen, wie es den Bäumen geht. Wir hatten ja doch ein sehr trockenes Jahr 2018 und in jüngster Zeit sind auch nicht gerade Wassermassen vom Himmel gekommen. Also, wie geht es dem Wald? Ja, 2019 hatten wir auch noch nicht die richtigen Niederschläge und deshalb geht es dem Wald auch wirklich nicht gut. Eine sehr angespannte Situation. Die Dürre gerade in 18 macht uns schwer zu schaffen, dem Wald auch, sowohl den älteren Bäumen, da vorrangig den Fichten und natürlich auch insbesondere den Kulturen und Naturverjüngung, also den ganz jungen Bäumen, die erst loslegen wollten und eigentlich viel Wasser zum Wachsen brauchen. Ja, da haben Sie schon einen Teil meiner Frage mit beantwortet. Ich wollte fragen, gibt es denn Baumarten, die die Trockenheit besser verkraften als andere? Ja, sehen wir ja gerade deutschlandweit ganz stark. Also die Fichte ist sehr, sehr stark betroffen von solchen Dürreerscheinungen, weil einfach ihre Mechanismen, mit der sie auf ihren Hauptfeind, den kleinen Borkenkäfer, reagieren kann, die hängen von ihrer Vitalität ab und dafür braucht sie viel Wasser, damit sie die angreifenden Borkenkäfer mit Harzfluss abwehren kann. Und wenn sie selbst schon nicht mehr vital ist, unter Dürre leidet, dann hat sie da keine Chance und wird dann schnelles Opfer der Borkenkäfer. Wie zeigen sich eigentlich die Schäden im Wald? Was ist da zu beobachten? Da sehen Sie momentan auch klasse deutschlandweit, egal ob im Wald oder im Vorgarten. Überall sehen Sie rote Fichtenkronen, also Nadelverfärbung ins Rot hinein, unterschiedlichster Ausprägung, bis hin, dass dann alle Nadeln ab sind. Und das ist ein eindeutiges Zeichen, dass hier Borkenkäfer, Kupferstecher und Buchdrucker am Werk sind. In Ausnahmefällen reicht auch nur Trockenheit, dann vertrocknen die einfach die Fichten, wenn die gar kein Wasser mehr zur Verfügung haben. Aber im Regelfall sind das dann tatsächlich die Borkenkäferschäden und da können Sie in jedem Fichtenbestand momentan gucken, da finden Sie irgendwo eine rote Fichte. Sieht ja nicht gut aus. Haben die Bäume nicht aber auch so eine Art Eigenschutz? Also das heißt, dass sie zum Beispiel Blätter verlieren, wenn es sehr trocken wird? Ja, einige Baumarten können das. Die können sich ja von ihren Blattorganen trennen. Das nennen wir eigentlich herbstlichen Laubfall. Von den Laubbaumarten kennen wir das. Aber das ist, haben wir 2018 auch beobachtet, gab es einen sehr, sehr frühen Laubfall von einzelnen Laubgehölzen. Die Nadelbäume können das nicht, die sollen eigentlich ihre Nadeln behalten und damit kommen die natürlich sehr, sehr stark unter Wasserstress, wenn die Witterungsbedingungen so sind, dass es sehr, sehr warm ist und sehr wenig Wasser zur Verfügung steht. Ja, Herr Neuss, wir sind hier im Forstamt und es sieht irgendwie anders aus als sonst. Hier stand mal ein Gebäude. Ich nehme an, Sie wollen vielleicht neu bauen? Ja, wir stehen eigentlich noch drin, auch wenn wir das nicht so erkennen können. Ja, wir wollen hier neu bauen. Also das war ein ganz marodes Gebäude. Das Forstamt Güstrow ist vorgesehen, eine verstärkte Lehrlingsausbildung zu realisieren. 14 Auszubildende zum Forstwirt hier am Standort. Und die brauchen natürlich auch mal ein vernünftiges Gebäude, wo dann alles wirklich auf heutigen modernen Standard ist. Und das versuchen wir hier hinzubauen. Wenn alles klappt, wie soll, was ja im Bauen gerade nicht ganz einfach ist, dann würden wir hier im Oktober zumindest schon mal die Bodenplatte begrüßen können. Und dann vielleicht über Winter und Anfang des Jahres 2020 soll hier der erste Holzbau der Landesforst entstehen. Wir sind alle ganz gespannt. Na, wenn das soweit ist, Herr Neuss, dann sagen Sie uns aber Bescheid, dann sind wir wieder hier auf dem Forsthof. Auf alle Fälle. Herzlichen Dank für das Gespräch und ja, wir wünschen uns beide Regen. Ja, sehr viel davon. Nachgefragt, das aktuelle Interview mit freundlicher Unterstützung der AWG Güstrow. Ein Zuhause für alle Generationen.